Heute geht es endlich nach Island. Das ist der erste Eintrag in mein Tagebuch, wenn man so will. 2500 Kilometer Strecke stehen mir bevor, 7 Tage nur fotografieren, nur meine Kamera und ich und Yannick, der kommt auch mit, mein Cousin, der mir noch vor einer Woche eine Mail geschrieben hat und erzählt hat, dass er seine nagelneue Mavic-Drohne versenkt hat. Ja, das tut ganz schön weh. Aber glücklicherweise hat er noch eine Phantom 4, die er mitnimmt. Luftaufnahmen sind also auf jeden Fall auch dabei. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Fahren wir los. Koffer ist abgegeben. Ich habe kurzzeitig ein bisschen kalte Füße gekriegt, weil der Nachbarschalter hat das Handgepäck gewogen. Da wäre ich wahrscheinlich durchgefallen, aber ich habe Glück gehabt. Island ist irgendwie so ein bisschen in den letzten Jahren zu einem Trendziel geworden und das nicht ohne Grund. Es ist so cool, dass es schon fast wieder uncool ist, aber es ist mir im Grunde genommen egal. Die Insel ist wunderschön, selbst jetzt, wo die Wettervorhersage nicht so richtig gut ist. 3 Grad habe ich gerade gesehen, aber ich bin mir sicher, es wird trotzdem ziemlich cool. Oh, das ist echt beschissen. Okay, 3 Grad. Das Wetter sieht gar nicht so schlecht aus, wobei es recht bewölkt. Wir warten jetzt nur noch auf den Mietwagen-Shuttle. Man lässt sich nirgendwo blicken. Boah, schauen wir dir das mal an. Was für ein Wetter. So, Mietwagen hat alles gut geklappt. Jetzt sind wir an der ersten Location, 7:30, also geht gleich die Sonne unter, wie man sieht. Wettermäßig haben wir eigentlich ziemlich viel Glück. Ist aber relativ frisch und windig. Also das Auto hat gesagt 2 Grad. Schon ein kleiner Kontrast zu Deutschland, aber das haben wir uns ja so selber so ausgesucht, nicht wahr? Cool. Das war schon mal nicht ganz so schlecht.
Ich muss ja sagen, also wenn das Wetter die ganzen Tage ist so wie heute, wäre ich schon zufrieden. Aber am letzten Trip hat es ja quasi durchgängig geregnet, oder beziehungsweise war immer eine geschlossene Wolkendecke. Und ja, so jetzt, also haben wir doch ab und an mal blauen Himmel. Wir sollten diese Reise eigentlich die Jagd nach dem Polarlicht nennen. Ja, nee, oder auch nicht. Das ist eine scheiß Idee. Naja, jetzt kehren wir dann erstmal ein. Ja, eigentlich. Sogar relativ geräumig, ist halt nur ein Zimmer, aber was will man mehr? Nun gut, wollen wir mal gucken, was wir für eine Aussicht hier morgen früh haben, und dann geht es morgen früh direkt früh weiter. Guten Morgen. Also eigentlich kann man sich nicht beklagen. Ich finde, auch obwohl das irgendwie ein Hostel ist mit geteilten Bädern, ist das eigentlich ein sehr angenehmer Raum. Die Betten sind in Ordnung und wesentlich angenehmer als die Gummizelle, die ich letztes Jahr hatte für etwas teureren Preis. Ja, also eigentlich steht jetzt Glymur auf dem Zettel. Das ist ein Wasserfall oder der höchste Wasserfall auf Island. Den würden wir eigentlich heute uns anschauen wollen. Ich glaube, ich schaue mal erstmal, ob es hier ein Frühstück gibt. Das Wetter sieht schon mal nicht so gut aus. Schneeregen. Okay, sieht so aus, als müsste man hier seinen eigenen Kram mitbringen. Hätte man vorher wissen können, das habe ich allerdings nicht nachgeschlagen. Wir haben noch ein paar Oreos und ein paar Bananen, also damit kommen wir sicherlich auch eine ganze Weile weit. Aber da müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, was wir mit dem Wetter machen. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir denn die ganze Regenklamotte dabei. Also wir sind jetzt irgendwie hier in dem See im Norden und müssten eigentlich hier nochmal weiter nördlich Richtung Glymur hochfahren. Das Wetter vorhin war ziemlich beschissen, deshalb haben wir Glymur ausgelassen. Was soll man sich bei dem Wetter einen Wasserfall angucken? Jetzt ist es ein bisschen besser. Allerdings habe ich mir irgendwie vorhin einen Nerv eingeklemmt und kann mich jetzt nur noch sehr eingeschränkt bewegen. Hast du irgendwie ein Problem an dir? Scheiße. Dummerweise ist heute Sonntag und gibt es hier keine Apotheken, und wenn, hätten sie auch zu. Das ist so ein bisschen der Nachteil an dem schönen, idyllischen, einsamen Island, aber wollen wir mal schauen. Wir fahren jetzt trotzdem mal zu Haifoss hin. Wir hoffen, dass das Wetter bis dahin hält. Janik ist so nett und fährt. Aber wie gesagt, Schulterblick und so geht irgendwie nicht so richtig. Ja, werden wir mal sehen. Vielleicht wird ja das nachher durch die Bewegung ein bisschen besser. Ja, wird schon passen. So, in
Haifos sind wir jetzt offensichtlich vorbeigefahren, aber witzigerweise sind wir jetzt in den Highlands gelandet. Ich dachte eigentlich, die Straßen wären hier gesperrt, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Das Wetter ist eigentlich schön, aber es ist brutal windig. Lass mal die Dicken vorbei. Das war lustig. Fotografisch war nicht so viel dabei, denn schließlich haben wir den Wasserfall ja nicht gesehen. Fürs Ego war es auch nicht so positiv, aber egal, haben wir das auch mal gemacht. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wir haben uns jetzt entschieden, zurück zum Hotel zu fahren. Es wird jetzt auch schon langsam dunkel, irgendwie 7:30, gleich geht die Sonne unter. Und wir drücken uns die Daumen, dass morgen besseres Wetter ist. Nett. Okay. Also, halten wir noch mal fest. Heute hatten wir 3 Locations auf dem Zettel. Keine davon haben wir gesehen. Aber dafür sind wir Offroad gefahren und sind voll cool stecken geblieben und wurden danach aus der Scheiße gezogen. Naja, voller Erfolg würde ich sagen. Polarlichter? Eher nicht. So ein bisschen neblig, ein bisschen regnerisch und vor allem bewölkt. Naja, morgen dafür steht mal wieder der Skogafoss auf dem Zettel. Den habe ich letztes Jahr schon gesehen, aber es ist immer wieder eine Reise wert. Am frühen Morgen die Kvernu Falls, die sind, oder Kvernu Foss Falls, die sind quasi rechts daneben, und Reynisfjara Beach. Das sollte klappen. Das ist eigentlich alles relativ aufeinander. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch ein paar Bilder machen können. Drücken uns die Daumen für morgen.